Eines von Roberts größten Kopfschmerzen ist das eher angespannte Verhältnis zwischen seiner Frau und seiner Mutter. Die beiden sollen schon vor längerer Zeit Streit gehabt haben und nicht mehr miteinander reden. Auch am 80. Geburtstag von Reinholds Schwiegervater war Carmen damals bei der Feier nicht anwesend. Es scheint, dass zwischen ihr und ihrer Schwiegermutter Margret immer noch eine gewisse Barriere besteht. Aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein, und die Beziehung ist geheilt. Die gesamte Familie Geiss feierte gemeinsam Margrets 80. Geburtstag. Wie schon Großvater Reinhold kamen Roberts Geschwister, seine Nichte und viele weitere Verwandte und Freunde zusammen, um Margrets Geburtstag auf Mallorca zu feiern. Allerdings hatte zuvor ein TikTok-Video von Davina auf dem Weg nach Spanien für Spekulationen gesorgt, weil sie mit einem Mann zusammen war, der nur von hinten zu sehen war. Einige Leute vermuten, dass Friseur Ozan derjenige ist, der Gefühle für Davina hegt. Das Motto der Party, Blau und Weiß, kam nicht nur durch die Dekoration, sondern auch durch die Outfits der Gäste zum Ausdruck. Während Großvater Reinhold seiner Frau mit einem Geburtstagsständchen gratulierte, Robert und Shanae schnitten die Geburtstagstorte an, zu der ein Sockel und zwei Bücher mit den Titeln Weisheit und Erfahrung gehörten. Carmen veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account Fotos von der Feier, auf denen sie ihre Schwiegermutter fest umarmte und ihr alles Gute zum Geburtstag wünschte, während sich die Lage offenbar beruhigt hatte. Robert hat auch ein Video mit seinem Vater und seiner Schwester gepostet und erklärt, dass das Älterwerden nicht schmerzhaft sein muss. Und so genossen alle das Fest mit Paella und Getränken von Geissens. Doch schon am nächsten Tag verkündete Carmen auf Instagram. Like và đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.